Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Weiter geht's hier mit Bloodborne. Ja, und wir sind das letzte Mal hier in so einer Art Kanalisation oder was das sein soll, oder ich weiß es nicht genau. So sieht doch stark nach Kanalisation aus und wir sind hier gelandet. Und wollen wir uns jetzt hier noch weiter umgucken. Hier gucke ich nichts mehr. Hinweis. Vorsicht vor Jäger der Jäger. Aha. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es was bringt, wenn man hier, wenn man diese ganzen Benachrichtigungen hier auch bewertet. Oh. Hier kommen wir nicht rum, okay. Wir hätten einen Raben. Ja, bei den Souls-Teilen war es ja so, dass man eine Menschlichkeit bekommen hat oder was auch immer. So, du kommst noch mit, bitte. Ich will dich hier nicht unter Beschuss bekämpfen. So, komm ran hier. Also ich muss auch sagen, dass die Monster hier im ersten Gebiet, die sehen schon mal sehr cool aus, ja. Also ich finde die wahnsinnig gut gelungen. Oh, sorry. Scheiße. Das war gerade mein Wecker. Ihr macht nicht lange. Ja, ihr macht nicht lange. Du machst noch, ne? Weniger lang hier. Kollege. Geht hier plötzlich mein Wecker los? Ah ja. So, da haben wir wieder diese Rabenviecher. War's das? Sehr gut. Also ich muss ja sagen, dass die Waffe, am Anfang war ich ja doch ein bisschen skeptisch. Ja. Aber mittlerweile gefällt mir die ganz gut, ne? Gerade auch mit der Peitsche und so, das haut schon rein. Ich werde auch dabei bleiben, dass ich hier... Oh, daneben. Dass ich hier meinen Charakter mehr auf Geschick skillen werde. Ja, ist immer gut, wenn die Leute auch ein bisschen schnell sind. Da geht eine Leiter. Oh Gott, wo geht denn die hin? Okay. Ja, gefällt mir sehr gut. Das werden wir so beibehalten. So, hier ist wieder ein Hinweis. Was haben wir hier? Riecht nach Gegenstand. Aha. Wir werden einfach mal alles, ne? Mal gucken. Oh, das sind ja zwei. Oh, scheiße. Die können gut Schaden machen, du, meine Herren. So, was liegt hier? Ach, wieder zwei Öluhren. Siehst du? Wäre ich doch mal erst hier runtergegangen, dann zum Boss, ne? Ich meine, wir haben es ja auch so geschafft, aber so kann man sich den schon etwas vereinfachen. So, dann kommen wir jetzt hier erstmal nicht weiter. Da müssten wir hier runterjumpen und ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Na, gucken wir mal, ob wir irgendwie anders hier runterkommen. Mal kurz hochheilen, da hätten sie schon ein Item. Hier. Sehr gut. War das Kalbbluttau? Ich glaube, ne? Naja, okay. So, kommen wir jetzt hier irgendwie. Da kann man runterspringen, oder? Und eine Leiter oder sowas führt hier nicht runter, oder war ich jetzt zu blöd, die zu sehen? Ach, hier! Ja, ich war zu blöd. Oh mein Gott. Ja, aber sag mal, wie kommen wir denn jetzt hier eigentlich, kommen wir denn auch hier ran? Ich denke, oder? Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal.
So, okay, jetzt sind wir hier richtig im Seich. Ich sollte vielleicht auch mit meinen ganzen Blutechos, die ich jetzt hier schon gesammelt habe, also mal zusehen, dass ich die irgendwie investieren kann. Hinweis? Du bist am richtigen Ort. Ah. Für was? Das ist die Frage. Für was? Zum Sterben. Zum Sterben bist du hier richtig. Ah, jetzt sind wir da. Schön. So, Vorsicht vor Tier. Okay, soll heißen. Ah, Ratten. Ja, ekelhaft. Ah, ich wollte doch gerade ausweichen hier. Verdammt, noch eins. Ah ja, hier am richtigen Ort. Was haben wir hier? Wissen des Verrückten. So, was ist das? Wissen des Verrückten. Schädel eines erleuchteten Verrückten bringt Einsicht. Aha. Schädel eines Verrückten mit der Weisheit der Großartigen bringt Einsicht. Kontakt mit der unheimlichen Weisheit ist ein Segen, denn selbst wenn man davon verrückt wird, dient man doch fortan einem höheren Sinn für die Nachwelt. Was auch immer das bedeuten mag. Ich weiß es nicht. So, okay, jetzt kommen wir hier aber nicht hoch. Ich will ja gerne mal da hoch. Und hört es schon, ne? Die ganzen Ratten, die da oben rumrennen. Herrlich. Ja, naja, gut, was erwartet man hier auch sonst für Gegner, ne? Außer Ratten. Oh, da hat sich doch gerade was bewegt. Hab ich gesehen. Ach, wieder 3 Millionen Wege hier. So, was ist jetzt hier? Oh, Neugier. Heißt. Kann man hier wieder Wände einhauen oder was? Hä? Nee. Sieht nicht so aus. Nee. Ah, oh, das habe ich gerade gut bewertet hier. Das war ja nicht so ein toller Hinweis gerade. So. Das ist die Leiter, die Hofe, die haben wir schon gesehen. Aber da unten liegen noch Items. So, ohne Gegner. Quecksilberkugel. Natürlich nicht. Boah, was ist denn hier los? Na, Jungs. Was soll denn das? Geh hin kotzen. Ist das hier das normal bei euch? Ah, die können noch ein bisschen was abgehen, die Jungs, ne? Oh, 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 oh. Okay. Einen haben wir hier noch. Puh. Gleich nochmal eine Blutfiole, sehr schön. So, haben wir hier noch was? Nö. Nö, nö, nö. Ja, aber das hier schon ein richtig großes Gebiet hier. Fällt mir gut. Das ist ein Raben, kommen die runter? Oh, 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 oh. Mal schon wieder so ein Tiger hier. Ah, da musst du schon mal 5-mal zuhauen hier, ne? Und dass ich den Rahmen gerade gekillt habe, relativ viel Glück. Kasikowski. Hast du was für mich? Ja, hast du.
Und zwar, hallo, eine Blutviole. Sehr schön. So, wow, wo ist eine andere Rabe hin hier? Da ist er doch. Ne? Typ. Ne, bleib mal schön unten da. So. Ah, das ist eine Treppe. Gut. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da runterspringe, komme ich nicht wieder zurück. Hier ist nichts. So, okay. Ah, da geht's auch schon wieder rechts rein. Ja. Die sind auch irgendwie nur Kanonenfutter hier. Die sind ja relativ langsam. Was gibt's hier? Der stirbt schon auch gleich. Natürlich. Na klar. Okay, gerade wo ich noch sag, hier Kanonenfutter, ne? Da hämmert der mir hier gut ein paar Dinger rein. Meine Fresse. Das hätte auch gut mal mein Tod sein können hier gerade. Oh oh. Was bitte schön ist das da hinten? Bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das herausfinden will. Ich kann den nicht anvisieren. Ah ja, das war klar. Das war klar. Wo sind die ganzen Raben her? Oh! Oh! Jawolli! Der matcht mich ja einmal komplett weg. Oh nee. Na, so kann's gehen, ne? Oh, habe ich mir jetzt den Weg gemerkt? Den müssen wir jetzt einmal komplett, komplett nochmal zurücklegen. Mal überlegen. Da liegen da jetzt 7000 Blut-Echos. Das ist schon nicht so schön, ne? Okay, wir werden es mal so machen. Ich mache hier mal einen Cut, ja? Hol mir die Blut-Echos zurück. Und gegen den kämpfen wir erstmal noch nicht. Ja. So werden wir es machen. Okay. Dann danke ich euch erstmal fürs Zusehen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank.